ein wichtiges Video von Ultralativ. Der langsame Tod der Trends. Meiner Meinung nach ist der Tod nicht langsam. Der Tod ist schon bereits passiert. Chat, sagt mal ehrlich, wer schaltet noch die Trends ein? Persönlich vielleicht auf Krampf, wenn ich streame. Rein aus Interesse, aber sonst eigentlich juckt's mich gar nicht. 2, 2, nein, ich nie, nee, nie, 0, 2, 2. Aber Chat, die alten Hasen, die Leute, die wirklich lange auf YouTube aktiv sind. Ihr bitte votet jetzt mit. Wie oft habt ihr damals die Trends eingeschaltet? Also vor 6, 7 Jahren. Ich jeden Tag, jeden Tag. Sehr oft, immer, ja, 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 1, 1, immer, immer, 1, 1. Und das kann nicht an den Menschen liegen. Es hat wahrscheinlich irgendwas mit der Plattform zu tun, weil die auch was falsch machen, Junge. Voila, es werden die ganze neue Funktionen eingefügt, sei es Beiträge, Stories, Livestreams, Shorts. Fokussiert euch doch auf euer Dings. Euer Dings sind einfach Videos. Genauen aktuellen Klickwege nennen, die von diesem Video aus nötig sind, um in die YouTube-Trends zu kommen. Und das ist auch kein Umstand, für den man sich selbst bemitleiden müsste. Schließlich wird einem die Navigation dahin immer... Das ist eine gute Frage. Was hat's mit diesen Trends auf sich? Was hat's damit auf sich? Was ist das? Wie kommt man in die Trends? Also was muss man dafür machen, Chat? Was ist die Mission? Der eine sagt das, der andere sagt dies, der andere sagt jenes. Aber am Ende des Tages ist es einfach so, dass es halt gefühlt so niemand wirklich versteht und jeder sagt was anderes. Schwieriger gemacht. Zu YouTubes Anfängen hießen sie noch gar nicht Trends, weil sie stattdessen einfach die gesamte Startseite waren. Von YouTubern hörte man damals immer wieder Sätze wie "Mega krass, mein Video wird auf der Startseite gezeigt." Noch vor 3 Jahren bildeten die Trends die Kopfzeile der Startseite. Boah, das war so nice. Chat, war das nicht geil? Hier die Startseite, hier die Trends und fertig. Bro, übersichtlich, chillig, nicht 5 Millionen Sachen. Startseite und dann die Videos in dieser Liste. Heutzutage, ich will gucken, ich verklicke mich auf Beiträge, aus Versehen poste ich ein Bild vom Panda oder ich muss eine Story machen oder ich denke, ich will Livestream starten, obwohl ich einfach nur Videos gucken will. Für eine Sprachregion festgelegt waren, wurde man, wenn man dort mit dem eigenen Video gelistet war, auch mit entsprechend höheren Boah, der Typ hat Rekorde gebrochen, sein Vater, Garain Man. Wusstet ihr, er hat internationale Rekorde gebrochen, Chat? Das ist wirklich krass. Rufzahlen überschüttet. Bis Mitte 2021 waren die Trends immerhin noch auf der Startseite, aber weiter unten zwischen user-spezifisch rausgesuchten Videos. Die Trends waren sogar... Wer ist Rain Man? Das ist doch dieser türkische Künstler, oder nicht? Der war sogar früher YouTuber, glaube ich, und der hat dann mit so Rap und so angefangen. Er heißt ja nicht so, ich weiß nicht, Chat. Habe ich was falsch gemacht? Junge, hört auf, mich immer mit euren Namen zu triggern. Ich kenne den Typen nicht, ich habe ihn nicht studiert. Kanälen ein größeres Publikum zu bescheren, dass einige Leute angefangen haben, Gewinnspiele zu veranstalten oder nur so zu tun, Gewinnchancen an nicht nachprüfbare Interaktionen mit dem Video koppelten, damit sie möglichst weit oben für möglichst lange Zeit in den Trends gelistet waren. Mittlerweile muss man, um in die Trends zu kommen, erstmal nach links auf den Unterpunkt Entdecken klicken. Das ist schon mal eine Sache, die ich... Was für Entdecken? Was nützt es denen auch, den Namen von Trends auf Entdecken umzuändern? Das habe ich auch nicht verstanden. Was ist der Sinn dahinter, Chat? Könnt ihr mir das erklären? Wieso? Wollt ihr special sein? Oder Trends ist doch ein gutes Wort. Das, was trendet, das sagt das aus. Was für Entdecken? Noch nie zuvor getan habe. Dort hat man dann zur Hälfte schon die Trends, aber auch nicht wirklich, denn hinter dem Klick auf das Kästchen namens Trends offenbaren sich gleich 4 unterschiedliche Listen, die mittlerweile alle als Trends bezeichnen. Bist du gefühlt auf Trends kommst, musst du schwitzen, Chat. Du musst einen Cheatcode eingeben. Du musst bald 3x Dreieck, 2x Kreis und einmal X drücken, damit du Cheatcode eingibst für die Trends. Filme, Gaming, Musik und aktuell, weil Rest wahrscheinlich nicht so attraktiv klang. Boah, das ist hart. Und dass die Trends in YouTubes Design so tief verborgen sind, ist natürlich kein Zufall. Das ist ganz bewusst. Wirft aber die Frage auf, wie viel Relevanz diese Funktion noch hat. Gefühlt gar nicht. Gefühlt gar nicht. Ich war einmal auf den Trend. Das Einzige, was ich bekommen habe, irgendwelche 4-5 Klugscheißer, die mich auf Krampf haten wollten und sagen, ey, was ist das denn für ein Dreckiger? Lern mal Deutsch, guck mal, wie du dich artikulierst. Denk mir so, Junge, da war ich lieber gar nicht auf die Trends gekommen. Geh mal weg. Vor ein paar Monaten hat mich Rob Bubble angeschrieben, gesagt, er hätte zusammen mit seinem Team über das vergangene Jahr die Trends jedes einzelnen Tages protokolliert und würde diese Daten gerne mit mir auswerten. Daraus entstanden nun 2 Videos. Seins, das sich um die Relevanz der YouTuber dreht, die sich durch diese Daten ermitteln lässt, quasi was die Trends über Deutschlands YouTube-Landschaft aussagen, und meins, das sich um die durch diese Daten festzustellende Relevanz der Trends auf der gesamten Plattform dreht. Wer
Aber Chat, man muss zugeben, eigentlich interessantes Thema. Also ich finde, das Video ist bis jetzt sehr, sehr gut gemacht. Wer eben richtig zugehört hat, wird wissen, dass 2021 eine gehörige Umbaumaßnahme für die Trends stattfand. Die Zeile auf der häufig aufgerufenen Startseite wurde genommen und woanders hingeschoben, in eine extrem dunkle Ecke hinter zwei verhältnismäßig unauffälligen Schaltflächen. Das war natürlich zu Beginn der Protokollierung noch nicht absehbar, segnet uns aber mit der Tatsache, dass die hier erhobenen Daten zu großen Teilen die aktuelle Prominenz der Trends auf der Plattform berücksichtigen. Der erhobene Zeitraum reicht vom 1. Februar 2021 bis zum 31. Januar 2022. Die Tage, die aufgrund von Urlaub, Feiertagen und Ähnlichem nicht erfasst wurden, haben wir mit den von Rezo zur Verfügung gestellten Nindo-Daten für die jeweiligen Tage wieder gefüllt. Wir hatten also 365 Listen mit jeweils 50 Einträgen, weil zu jedem Zeitpunkt immer 50 unterschiedliche Videos in den Trend sind. Das sind etwas über 18.000 Videos. What the fuck? Und dann haben wir angefangen, die Daten zu begutachten, zu schauen, was sich für Auffälligkeiten finden lassen. Zum Beispiel, dass sich die durchschnittliche Anzahl der Aufrufe... Ey, Rezo ist auch zurzeit eigentlich einer der erfolgreichsten YouTuber, den es überhaupt gibt im deutschen Bereich, gell? Ey, der Typ ist auch wirklich so schnell groß geworden. ...bei den jeweiligen Platzierungen kaum voneinander unterscheidet. Platz 50 beherbergt Videos mit einer durchschnittlichen Aufrufzahl von 1,3 Millionen. Platz 1 von 1,6 Millionen. Die Spanne an Klicks ist auch sehr interessant. Die höchste erfasste Aufrufanzahl lag bei 125 Millionen mit diesem Musikvideo von Blackpink. Die wenigsten Klicks bewegten sich gerade mal im unteren dreistelligen Bereich. Nichtsdestotrotz hat ein Video in den Trends im Durchschnitt 1,3 Millionen Aufrufe. Auch das Ding ist, ich finde generell an und für sich in Deutschland, die Trends sind so stumpf, Chat, die sind so stumpf. Ich habe das manchmal einfach analysiert, gell? Jeden Freitag, wenn diese Leute ihre Deutschrap-Tracks releasen, wenn du da auf diese Page gehst, es ist voller dieser Deutschrap-Tracks. Bruder, immer und immer wieder, okay, ich habe verstanden, ihr feiert das. Ich meine, wozu gibt es denn überhaupt dann die Musiktrends? Wofür, wenn das sowieso voll damit ist? Also, es ist einmal in Trends und einmal in Musiktrends. Was ist denn da der Sinn überhaupt, dass es mehrere Trendseiten gibt, verstehe ich nicht. Die Videotitel bestehen analysiert. In 3 von 10 Fällen wurde sich lieber eines Großbuchstabens bedient, obwohl es ein kleiner genauso getan hätte. Und das Glasbirnen-Emoji ist das beliebteste für Videos in den Trends. Gefolgt von den Flammen, was witzig ist, weil das irgendwie... Ich muss zugeben, euch ist vielleicht aufgefallen, aber auf Papi Chulo benutzen wir viele Emotes in den Titeln. Aber ich muss zugeben, ich finde auch, das sieht ansehnlich aus. Also ich klicke auch lieber meist auf Titel, wo halt Emotes drauf sind, so. Die muss man verstehen, also der Editor macht das gut, Chat. Irgendwie auch das Logo der Trends ist, dem Schrei, den Herzaugen, der erstaunten Errötung, dem normalen Herz, dem explodierenden Kopf... Junge, er hat voll das gute Ranking aufgestellt, ich schwör's euch. ...Kopf der Explosion ohne den Kopf und diesem Emoji... das ich noch nie zuvor benutzt habe. Boah, das, ey, der Lach-Emoji ist Cringe-Chat. Ich schwör's euch, der ist wirklich cringe. Muss ich hier an der Stelle wirklich gestehen, voila. Und ja, ich weiß, was ihr wissen wollt. Das Aubergine-Emoji taucht kein einziges Mal auf. Wahrscheinlich aus Angst vor Herabstufung. Heftig! Okay, das waren jetzt lustige Spielereien. Folgen wir mal unserem eigentlichen Interesse. Auch haben wir die Videos verschiedenen Kategorien zugeordnet, um leichter bestimmte Grundinteressen, die über einzelne Kanäle hinausgehen, erkennen zu können. Wir haben ermittelt, welche Kanäle am häufigsten in den Trends sind und wie lange... Ich habe auch gemerkt, wie krass die Leute inzwischen wirklich auf diese Zensierung und so achten, Chat. Ich glaube, es macht mein Editor auch sehr, sehr oft. Die zensieren alle Wörter, also wenn du Opfer sagst, wenn du sonst irgendwas sagst, Arsch oder was weiß ich was. Alles wird weggepiept, alles. Ist euch das aufgefallen? Wenn sich ein Video maximal in den Trends hält, ehe es wieder aussortiert wird. Der Rekord liegt hier bei 5 aufeinanderfolgenden Tagen, was gleich 7 Kanäle geschafft haben. Unter anderem YouTube selbst. Und wenn man sich die Prominenz der Kategorien in den Trends mal so anschaut, wird es schwer, nicht in deutschen Klischees zu denken. Auf Platz 1 ist, wie sollte es anders sein, Fußball. Das gibt krass, Chat, das ist jetzt interessant. Hier können wir jetzt aufpassen. Ich habe auch so viele Fußballvideos gesehen. Oh mein Gott. Ich weiß aber noch, damals gab es eine kurze Zeit, Chat. Meine Trends waren voll mit türkischen Serien, albanischen Serien und serbischen Serien und Musik und so. Das war voll. Ein Untersuchungszeitraum nicht einen Tag gab, an dem nicht mindestens ein Video zum Balltreten in den Trends war. Auf Platz 2 landet Lifestyle, also alles, was sich um persönliche Lebensgestaltung und Erlebnisse dreht, dicht gefolgt von Platz 3, Autos. Danach stimmt, Unterhaltung Autos und beliebt. Zweitverwertung von TV-Soaps.
Ja. Musik ist der letzte Platz. Hä, aber ist das auf alles anwendbar? Ich schwör's euch, weil ihr habt mir ja selber sogar zugestimmt. Ich sehe so oft Musik in den Trends. Ist ja jetzt auch nicht unbedingt schlimm, aber ich finde das teilweise so stumpf, weil das sogar so oft vorkommt. Jeden Freitag. Das sind zwei unterschiedliche Kategorien. Die 25 erfolgreichsten Kanäle, gemessen nach der Häufigkeit, mit der sie mit ihren Videos in den Trends auftauchen, befinden sich in dem Kanalnetzwerk, das ich für 2021 ermittelt habe, hier. Und damit hauptsächlich in dem Lifestyle und in dem recht diversen deutschen Cluster. Und eben diese Kanäle habe ich mit den laut YouTube selbst als Deutschlands Top Creator 2021 gekrönten Kanälen verglichen und... Hä, hey, was? Memo mit 5O ist erfolgreichster Creator? Als ob. Rezo, ihn kenne ich nicht. Das ist dieser Typ, der diese Experimente macht und so. Ihn kenne ich auch nicht. Die Jindawis versteht man. Hungriger Hugo und Mr. Beast. Was soll ich sagen? In den jeweiligen Top 10s gibt es nicht eine Übereinstimmung. Bei den laut YouTube als Top 10 Videos 2021 bezeichneten Videos finden sich aber immerhin 8 davon in den Trends wieder und hielten sich dort im Durchschnitt auch über 3 Tage. Und weißt du, und diese Zerstörungen von Rezo, ach du Scheiße, die gingen so ab. Ich fand das Krankeste, was er gemacht hat, ach du Kacke, dieses Video gegen Tubo. Voila, das war Hardchat. Oh mein Gott, das war wirklich schlimm. Boah, bei Gott, das war schlimm. Ich weiß nicht, wie viele das noch kennen, aber das war wirklich hart. Um mal aus eigener Erfahrung zu sprechen, ich habe auch erst durch diese Daten herausgefunden, welcher meiner Videos 2021 mal in den Trends waren, weil ich es ehrlich gesagt einfach nicht mehr gemerkt habe. Vor über 5 Jahren habe ich einmal dieses Video gemacht, das sich dem Phänomen widmet, dass bei der Trendlistung eines Videos die Anzahl an Beleidigungen, Unverständnis und allgemeiner Feindseligkeit darunter merkbar steigt. Und ja, es ist so, ich schwöre es euch, du denkst dir am Ende, ey, Trends helfen mir unnormal, neue Zuschauer, Leute, die meinen Content feiern und so. Aber da kommen so ganz komische Kreaturen, Chat, die sich über alles beschweren, nichts feiern. Man kann es denen gar nicht recht machen, egal ob du nett denen antwortest, was erklärst, du sagst so, ey, ich meinte das nicht böse und so. Du hast das falsch aufgefasst, das ist so ein Insider von uns in der Community und so. Die verstehen es nicht, egal wie du es erklärst, du bist der Böse, du bist schlecht. Ich kriege seitdem unter fast jedem Video, das Leute in den Trends sehen, Mitleidsbekundung, dass ich mich damit jetzt rumschlagen muss. Aber um dafür mal ein Update zu geben, das ist schon seit Ewigkeiten nicht mehr so. Und das liegt nicht daran, dass sich das Klima auf YouTube oder im Internet allgemein beruhigt hätte. Ganz im Gegenteil. Ja, wahrscheinlich, weil es ihm gefühlt nichts mehr bringt. Trends bringen einfach nichts mehr. Sondern, dass die Auslöser dieser Niveauinfarkte ebenfalls nicht mehr zu den Trends finden, weil sie so gut versteckt sind. Was Aufmerksamkeit angeht, ist bei mir praktisch kein Unterschied zwischen den Videos erkennbar, die in den Trends waren. Ja, es macht fast gar keinen Unterschied mehr, ob du in den Trends bist oder nicht. Und den übrigen. Ich würde mal behaupten, dass die Trends aufgrund ihrer Irrelevanz demnächst komplett von der Plattform verschwinden werden. Glaube ich auch. Sag ich euch ehrlich, glaube ich auch. Die Strategie ist bewährt. Man nimmt ein unliebsames Feature, versteckt es hinter diversen unscheinbaren Buttons und argumentiert dann mit der selbst herbeigeführten geringen Nutzung des Features seine schlussendliche Entfernung. Ähnlich wie das jetzt gerade in der YouTube-App mit dem Abo-Button getestet wird. Ich hab's euch gesagt, ihr wolltet mir nicht glauben. Und vielleicht sind die Trends auch nicht... Hä, was? Hä, wo ist der Abo-Button-Chat? Nein, als ob. What the fuck? Der ist hier einfach so furz versteckt. Hä? Die überlegen, das wegzumachen. Aber was ist überhaupt der Sinn dahinter, dann überhaupt noch auf dieser Plattform was zu kreieren, Chat? Wenn dieses Modul dir nicht mal mehr gegeben wird, jemand zu folgen oder jemand zu unterstützen oder zu supporten. Was ist überhaupt der Sinn dahinter? Du hast wahrscheinlich nicht das späteste Update, Fischmeck. Das ist immer so. YouTube-Updates kommen immer gemischt. Das eine Profil hat es, das eine nicht. Der hier hat es doch, der hier doch nicht. Das ist immer unterschiedlich, glaub mir. Das ist auch bei mir. Zum Beispiel, wer mehrere YouTube-Profile hat, der kennt das bestimmt. Wenn ich sogar zwischen den Profilen wechsle, das eine Profil hat irgendwie YouTube-Software von vor 10 Jahren, das eine hat Software von heute, so brandaktuell und so. Das ist richtig komisch. Sind die Trends auch nicht mehr zeitgemäß? Klar, sie helfen dabei, einen Überblick darüber zu gewinnen, was gerade unabhängig der eigenen Bubble auf der Plattform relevant ist.
Aber für alle, die nicht regelmäßig auf Meta-Ebenen wandeln, ist das wahrscheinlich keine wirklich attraktive. Aber ich finde das traurig, ich sage euch ehrlich, Chat. Ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber ich finde, es ist eine schöne Sache, wenn ich Content kreiere und Leute mich quasi, ohne dass sie zahlen müssen, damit supporten können, indem sie mich abonnieren. Und dass man sich so nicht aus den Augen verliert und weiterhin diese Person supportet, die man auch in dem Moment sympathisch gefunden hat. Weil zu oft gibt es in diesen Plattformen den größten Müll-Scheiß-Chöp-Content. Und dann ist das doch eine coole Sache, wenn ich die Person, die ich feiere, mit einem Häkchen markieren und supporten kann und dieser Person auch Motivation und Wertschätzung gebe, noch besseren Content zu machen. Da ist doch nichts Negatives dran. Wieso muss man das jetzt unbedingt runterstufen, verstehe ich nicht. Für Funktionen. In den individuellen Empfehlungen und der eigenen Abo-Box findet man womöglich in 9 von 10 Fällen schneller Besseres. Aber es wäre auch ein Abschied von plattformweiten Phänomenen, die unter anderem diesem Kanal seinen ersten richtigen Anschubser gegeben haben. Gemessen an den Inhalten der Phänomene, für die die Trends besonders in den letzten Jahren bekannt waren, ist das aber vermutlich nicht ganz so furchtbar schade. Oh, und vergesst nicht in Rock... Ich weiß nicht, ich finde schon schade. Ich finde schade, sage ich euch ehrlich. Was sollen wir machen, Chat? Reden, Charla. Ach Mann, ey. YouTube ist nicht mehr das, was es war.